Die Schwalben fliegen und zwitschern. Sie erzählen sich Witze über Männer und Frauen. Sex ist Freude. Die Witze wiederholen sich über die Jahrhunderte. Die Schwalben sammeln Beiträge für die Geschichte der Freude. Dabei sind sie auf ein Schlachtfeld gestoßen, das keine Friedenszeiten kennt. Ein stilles Abkommen, ein Gebiet, das nicht frei ist und es nie sein wird, das von jedermann erobert werden darf, wo bis heute jedem alles erlaubt ist. Durchpflügtes Feld. Ein Feld mit schwarzem, fruchtbarem Boden. Es trägt den Namen der Körper der Schwächeren. Gegen den Sieger Anzeige zu erstatten, bringt nichts. Schwalben fliegen. Ihre Weisheit nährt sich nur aus ihrem Zweifeln. Und solange sie leben, bleiben sie sich treu. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Und heute geht es um einen Beitrag zur Geschichte der Freude von Radka Denemarkova. Ich muss euch schon mal vorwarnen, ich habe eine leichte SCH-CH-Schwäche und kann mir vorstellen, dass sich die im Laufe dieses Videos ein paar Mal bemerkbar macht. Denn dieses Buch hier erschien bereits 2014 im tschechischen Original und wurde dieses Jahr ins Deutsche übersetzt. Vermutlich auch, weil Tschechien das Gastland der diesjährigen Leipziger Buchmesse war. Wer meinen Bericht zur Leipziger Buchmesse gesehen hat, wird noch wissen, dass ich eine ziemliche Odyssee mit diesem Buch hatte. Ich wollte es unbedingt auf der Buchmesse selbst kaufen, hatte da aber irgendwie kein Glück. Und ich bin dann auf der Suche nach diesem Buch durch die Leipziger Innenstadt getigert, von einer Buchhandlung in die nächste, bis ich dann letztendlich fündig wurde. Für mich war es eben das perfekte Buch, um es mit der Leipziger Buchmesse zu verbinden. Und dementsprechend habe ich da auch nicht locker gelassen, ob sich dieser ganze Stress gelohnt hat und ich dieses Buch letztlich mochte, erfahrt ihr in diesem Video. Der Klappentext dieses Buches liest sich wie bei einem Krimi, denn zu Beginn wird ein Geschäftsmann tot in seiner Wohnung aufgefunden. Erstmal deutet alles auf einen Selbstmord hin, aber der Ermittler, der mit diesem Fall betraut ist und dem wir in dieser Geschichte folgen, kommen schnell Zweifel und so wird der Selbstmord des Geschäftsmannes im Zuge seiner Ermittlungen immer unwahrscheinlicher. Gleichzeitig stößt der Ermittler auf ein geheimes und sehr umfangreiches Archiv, das strukturelle sexuelle Gewalt gegen Frauen dokumentiert und zwar in einer Vielzahl von Einzelfällen und dabei ganz deutlich zeigt, dass Vergewaltigung und sexuelle Gewalt gegen Frauen oft als Machtinstrument in verschiedenen Gesellschaften eingesetzt wurde und vor allem, dass diese Fälle fast nie vor Gericht gelangt sind. Oder dass die Opfer nicht ernst genommen wurden, die Taten verharmlost und so weiter. Und dann begleiten wir in diesem Buch auch noch drei ältere Frauen. Die eine ist Yoga-Lehrerin, die andere Schriftstellerin und dann gibt es noch eine Filmproduzentin und alle drei kümmern sich um Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden. Schon allein aufgrund der hier behandelten Thematik ist es keine leichte Lektüre. Also wir befinden uns auch in diesem Archiv und begleiten den Ermittler dabei, wie er durch diese Einzelfälle hindurchgeht. Und da sind eben schreckliche Verbrechen dabei, die uns geschildert werden. Es geht zum Beispiel auch um diese Massenvergewaltigung in Indien, wo ein Mädchen im Bus von mehreren Männern angegriffen wurde und diesen Überfall letztlich auch nicht überlebte. Das ist eben einer der dokumentierten Fälle, die der Ermittler in diesem Archiv findet. Und so nimmt sich Radka Denemarkova eben, ja, Vorfälle, die tatsächlich passiert sind und die deshalb für mich auch nochmal eine ganz andere Tragweite hatten. Ich muss allerdings sagen, dass es mir Radka Denemarkova auch stilistisch nicht so leicht gemacht hat mit diesem Buch. Also das Buch ist sowohl inhaltlich als auch stilistisch schwer zu lesen, denn Radka Denemarkova hat eine sehr bildhafte Sprache, die mir oft zu viel war und gleichzeitig nutzt sie die Metaphern einfach zu häufig, sodass sie sich im Laufe des Buches für mich abgenutzt haben. Es gibt natürlich auch das Stilmittel, dass man durch Wiederholungen verdeutlicht, was man sagen möchte, aber dadurch, dass die Metaphern, die sie hier wählt, so speziell sind, fand ich sie teilweise auch unpassend. Das kann natürlich auch immer so ein bisschen in der Übersetzung verloren gehen. Auch im einleitenden Zitat wurde ja schon deutlich, dass Radka Denemarkova die Schwalben, die auch hier auf dem Cover abgebildet sind, nutzt, um quasi aus der Vogelperspektive zu berichten, was diese Tiere beobachten in Bezug auf die Sexualität von Menschen und eben auch diese sexuellen Übergriffe. Und ich fand den Gedanken ganz interessant, dass sich aus der Vogelperspektive natürlich diese ganzen Einzelschicksale von Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden, zu einem größeren Bild zusammentun und dass diese Vögel eben in der Lage sind, dieses gesamtheitliche Bild, dieses strukturelle Problem zu erkennen, was Menschen in ihrer eigenen begrenzten Wahrnehmung natürlich nicht möglich ist. Und das fand ich durchaus interessant. Allerdings wählt sie eben für verschiedene Personengruppen auch verschiedene Vogelarten. Und ich fand diese Analogie nicht immer passend oder ich habe sie auch zu großen Teilen einfach nicht verstanden, weil ich da auch ornithologisch gar nicht so tief drin stecke, dass mir jetzt zu jedem Vogel eine gewisse Eigenschaft eingefallen wäre. Aber ich fand es eben auch nicht so passend. Diese Vogelanalogien machten das Buch für mich auch unnötig
abstrakt und kryptisch und ich fand auch, dass es dadurch so ein bisschen mühsam gewirkt hat, als müsste dieses Element noch mit rein, um es literarisch nochmal auf so ein anderes Level zu heben. Man machte das für mich eher so ein bisschen verwirrend, wenn dann plötzlich von Bachstelzen und Tauben die Rede war und nicht mehr von konkreten Personen. Und dann hatte ich es in den Metaphern ja schon angedeutet, dass diese Bilder eben ganz oft wiederholt werden, um wahrscheinlich Situationen und Sachverhalte zu verdeutlichen. Aber es ist sogar so, dass ganze Sätze Wort für Wort wiederholt werden und ganz, ganz oft in diesem Buch dann vorkommen, aber teilweise sogar ganze Absätze, sodass ich wirklich darüber gestolpert bin und dachte, das habe ich doch schon genauso gelesen. Ist das jetzt irgendwie im Lektorat durchgegangen? Also vermutlich war es Absicht, aber ja, ich habe den Sinn nicht so ganz verstanden und hatte auch hier dann eher das Gefühl, dass sich die Autorin sehr bemüht hat, das Buch auf ein hohes literarisches Level zu heben und damit vielleicht auch diese Thematik hochliterarisch aufzuarbeiten. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das mag. Also ich fand es, wie gesagt, irgendwie nicht immer passend zum Thema. Insbesondere, weil es dann doch einige Szenen gibt, die schon recht explizit bis zu vulgär sind. Und für mich hat das beides überhaupt nicht zusammengepasst. Also ich bin bei diesem Buch ein wenig verwirrt, was diesen Stil angeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht alles davon einfach zu übersetzen war und dass es natürlich auch immer eine gewisse Geschmackssache ist. Ich habe mich da wirklich oft schwer getan, kann aber natürlich auch sagen, dass dieses Buch absolut etwas Besonderes ist und ich werde es auch zumindest vorläufig in meinem Regal behalten, obwohl es jetzt für mich kein absolutes Highlight war, finde ich einfach, es ist derart speziell, dass man es definitiv mal ausprobieren sollte. Also gerade wenn euch jetzt dieses Thema ein bisschen neugierig gemacht hat oder das, was ich davon erzähle, dann würde ich euch definitiv empfehlen, mal die Leseprobe anzuschauen, weil wie gesagt, der Stil ist schon sehr, sehr speziell und ich finde, man bekommt auch schon zu Beginn einen Eindruck davon. Das verliert sich auch nicht, das wird sogar eher noch ein bisschen verworrener und abstrakter. Da muss man wirklich wissen, ob man das möchte. Ich werde euch gleich nochmal ein paar Zitate geben zum Ende dieses Videos. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass das Buch nicht so viel Handlung hat. Also auch wenn der Klappentext so ein bisschen wie ein Krimi klingt, hat es jetzt nicht die gleiche Geschwindigkeit, weil es eben im Kern gar nicht um die Aufklärung dieses Falles geht, sondern eben um dieses Thema, was im Fokus steht. Dementsprechend sollte man jetzt hier keinen Spannungsroman erwarten. Das möchte ich auch nochmal vorweg schicken. Und ich würde sagen, damit schließe ich jetzt meine Rezension mit ein paar Zitaten, die euch vielleicht nochmal neugierig machen auf dieses Buch. Hoffe ansonsten, euch hat dieses Video gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben kein Gedächtnis. Wir sind das Gedächtnis. Negative Erfahrungen in der frühen Kindheit gehen nicht verloren. Sie verhärten sich. Bleiben wie ein Abdruck im Beton bestehen, häufig das ganze Leben lang. Die Zeit heilt keine Wunden der ersten Tage, Monate und Jahre. Die Zeit konserviert die Wunden, sie verschwinden nicht, sie verdampfen nicht, sie werden Teil unseres Körpers. Das implizite Gedächtnis weiß viel mehr als unser Bewusstsein. Es weiß alles, das nicht mit bloßen Worten beschrieben werden kann. Von meinen langjährigen Experimenten und Studien und Beobachtungen und aus dem Erfahrungsschatz der Schwalben, die weit oben über menschlichen Körpern fliegen, weiß ich, dass ein zweijähriges Kind, das ein Jahr zuvor gefoltert wurde, seinen Peiniger auf einem Foto zwar nicht wiedererkennt, sein Körper auf ihn jedoch sofort reagiert. Ingrid, verzieh ihm. Er müsse schließlich nicht in einem weiblichen Körper leben, sagte sie zu Diana. Unter seiner Haut seien jahrhundertealte frauenfeindliche Lügen und Vorurteile eingraviert. Vergewaltigung werde nicht als Verbrechen angesehen. Die Vagina sei ein käufliches Nichts, sie liege immer bereit. Gott mag keine stolzen Frauen. Er habe sie mit einem schwachen Körper ausgestattet und ihren Körper zur Schau gestellt, ihn zum Raubbau angeboten. Dieser Körper ist ein Ding, ein hingeworfenes Stück Fleisch.